Der Weg zur Schule führte bislang über diese holprige Bambusbrücke. Alte Kähne sind Transportmittel für Menschen, Tiere und Waren. Doch wenn der Monsun kommt, wird der sonst so harmlose Fluss Hiva zum reißenden Strom. Der Weg ans andere Ufer ist dann lebensgefährlich oder ganz unmöglich. Wir sind in Bangladeschs Südwesten, nahe der Stadt Jessore. Eine neue Brücke aus Beton verbindet nun beide Uferseiten. Gebaut von Deutschland über die KfW Entwicklungsbank, gemeinsam mit der Asiatischen Entwicklungsbank. Kinder laufen jetzt gefahrlos zur Schule, auch während der Regenzeit. Dank der Brücke können Bäuerinnen und Bauern ganzjährig auf die Märkte am anderen Ufer kommen, um dort ihre Waren zu verkaufen. Insgesamt investieren deutsche KfW und Asiatische Entwicklungsbank 100 Millionen Euro in der Region für Brücken, Straßen, Märkte, Dämme und Uferbefestigung. Denn Bangladesch, das Land im Delta des Ganges, ist besonders anfällig für dramatische Überschwemmungen. Hier leben 160 Millionen Bewohner. In keinem anderen Land der Erde lebt die Bevölkerung so dicht gedrängt wie hier. Der Klimawandel ist in Bangladesch längst Realität. Das Meer frisst sich nach und nach ins Land. Wenn die Pegel weiter steigen, versinkt bis zu einem Fünftel Bangladeschs im Wasser. Millionen Menschen müssten fliehen. We are having climate migration from the coastal towns. People are not staying like permanently in Khulna city. They are moving towards the inner part of the country. Im Delta des Ganges dringt das Meerwasser nach und nach in die bislang schutzlosen Städte wie Khulna und Mongla. Das Salzwasser macht die Böden unfruchtbar und entzieht den Menschen ihre Lebensgrundlage. Um das zu verhindern, wird das Ufer hier mit deutscher Unterstützung befestigt. Dämme halten das Wasser fern. Wo früher nur außerhalb der Regenzeit Autos fahren konnten, sind jetzt asphaltierte Straßen entstanden. And because of this embankment construction, now this market, as well as you can see that there are a lot of low-income people living here, they are not getting flooded like every year, which they used to get. And this market can work like throughout the year. Der Weg zum Highway in die Hauptstadt Dhaka ist nun frei. Regionale Märkte sind gut erreichbar. Kleine Unternehmen und Gewerbebetriebe siedeln sich an, bringen Arbeit und Hoffnung zu den Menschen. Das Delta hat fruchtbares Land. Es ernährt Millionen von Menschen. Wasser ist Leben für Mensch, Tier und Pflanzen. Solaranlagen, die mit deutscher Hilfe errichtet wurden, fördern Wasser auf die Felder. Nur wenige Haushalte auf dem Land haben Zugang zu Energie. Alternative Energiequellen wie Sonnenenergie und Biogas bringen nun erstmals Strom auch zu den Menschen dort. I mean piloting these kind of solar irrigation projects with the help of farmers and the sponsors, and we after that success we just started financing in the solar irrigation projects and we got huge success. We have so far installed more than 250 solar irrigation pumps across the country, and there are a lot in the pipeline. Die Region entwickelt sich und bringt neue Hoffnung für die Menschen, die schon immer den Naturgewalten getrotzt haben.